Ja, ich bin Klaus-Michael Lommer, der Vorsitzende des CV-Rates und des Altherrenbund-Vorstandes des Kartellverbandes der katholischen deutschen Studentenverbindung, des größten europäischen Akademikerverbandes mit über 24.000 Vollakademikern. Ich stehe hier am Rhein, der Lebensader Deutschlands, und er fließt hier an der schönen Stadt Bonn vorbei. Und hier in Bonn werden wir uns nach 2 Jahren endlich wieder einmal live zur Kartellversammlung unseres Verbandes treffen. Auf der einen Seite, um natürlich unsere Verbandsangelegenheiten zu besprechen, aber auf der anderen Seite, um uns auf den Häusern hier in Bonn in der Gemeinschaft unseres Lebensbundes zu treffen, die Freundschaft zu pflegen und uns untereinander auszutauschen. Mit dem Hohen Vorortspräsidium unter David de Corsi freuen wir uns, euch hier in den Räumlichkeiten des Maritims begrüßen zu können. Und wir wünschen euch eine gute Anreise hier an den Rhein. Willkommen. Mein Name ist Wolfgang Picken und ich heiße Sie als Stadtdechant und Münsterpfarrer hier in Bonn ganz besonders herzlich willkommen jetzt schon für Ihre Kartellversammlung im Juni dieses Jahres. Ich weiß, dass das für Sie ein großes Ereignis deshalb sein wird, weil Corona-bedingt Sie schon 2 Jahre als Kartellversammlung nicht mehr zusammenkommen konnten. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, weil es auch für unser Münster ein besonderes Jahr ist, denn am 1. November des zurückliegenden Jahres haben wir die Basilika nach gut 4,5 Jahren der Generalsanierung wieder neu eröffnet und freuen uns deshalb über jeden, der hierher kommt und sich davon überzeugt, dass die Basilika, die über den Gräbern von Cassius und Florentius, unseren Stadtpatronen, gebaut ist, sich jetzt in einem wunderschönen Glanz den Besuchern präsentiert und ein extrem würdiger Ort ist, hier Gottesdienst zu feiern. Die Basilika wurde im 12. Jahrhundert erbaut, im romanischen Stil, und gehört zu den großen Bauwerken dieser Bauepoche im Rheinland und beherbergt immer wieder große Veranstaltungen und Gottesdienste. Jetzt vor kurzem eine Ausstellung mit weltbekannten Künstlern zum Thema Licht und Transparenz. In dem Kontext freuen wir uns über alle Formate hier in unserer Basilika, die in den Dialog führen zwischen Kirche und Gesellschaft. Und die Studentenverbindungen hier in der Stadt sind ein ganz wesentlicher Bestandteil des kirchlichen Lebens. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass auch über das Jahr intensive Verbindungen zwischen den verschiedenen Studentenverbindungen hier in Bonn und dem Stadtdekanat und der Münsterkirche bestehen. Und deshalb ist es uns eine extreme Freude, wenn Sie hier im Sommer zu Ihrer Kartellversammlung hinkommen werden und wir für die geistlichen Einheiten, insbesondere die großen Messfeiern, der Ort der Begegnung untereinander, aber auch der Begegnung miteinander mit Gott sein werden. Sie werden sehen, Bonn ist auf jeden Fall eine Reise wert, nicht nur wegen dieses wunderschönen Münsters, sondern weil die Bundesstadt mit vielen Traditionen aufwarten kann und eine internationale Stadt mit großem Charme ist, nicht zuletzt mitten im Rheinland am Rhein. Seien Sie also herzlich willkommen. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch und hoffen, dass Corona die Veranstaltung so stattfinden lassen kann, wie sie von Ihnen geplant ist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Bonn. Herzlich willkommen zur 136. Kartellversammlung vom 16. bis 19. Juni 2022 in der Bundesstadt Bonn. Mein Name ist Wilhelm Hemmerde, ich bin Vorsitzender des Ortskomitees und mit mir heute auf dem Marktplatz in Bonn vor dem schönen historischen Rathaus noch 4 Kartellbrüder, die stellvertretend für unser Ortskomitee mit dabei sind. Die wunderschöne Stadt Bonn ist Gastgeber der nächsten Kartellversammlung. Wir stehen hier vor dem schönen Rathaus, aber die Stadt hat natürlich sehr viel mehr zu bieten. Zum Beispiel ist unsere Elite-Universität, die Friedrich-Wilhelms-Universität, im kurfürstlichen Schloss untergebracht. Unser wunderschönes Bonner Münster, in dem auch die Gottesdienste der Kartellversammlung stattfinden werden, ist frisch renoviert und gerade neu eröffnet worden. Und unser Stadtdechant wird uns dort herzlich willkommen heißen.
Es gibt aber auch viele berühmte Persönlichkeiten, die in Bonn gelebt haben und dort gearbeitet und gewirkt haben. Der bekannteste Sohn der Stadt ist sicher Ludwig von Beethoven. Es gibt aber auch eine ganz berühmte Frau, Bertha von Suttner, die schon 1905 den Friedensnobelpreis erhalten hat für ihre Arbeit und ihren Kampf für Demokratie und Frauenrechte. Die Bonner Republik ist untrennbar mit dem Namen Konrad Adenauers verbunden, aber auch Künstler wie August Macke haben hier gewirkt. Bonn, eingebettet zwischen Venusberg und Siebengebirge, liegt am schönen Rhein. Und wir sind stolz darauf, dass auch in unserem Bundeslied dieser Fluss zu hören und zu sehen ist, wenn wir dieses Bundeslied laut singen. Ich habe mir erlaubt, es etwas umzudichten, indem ich sage, reicht die Hand euch hier am Rheine. Und das wollen wir natürlich in der nächsten Kartellversammlung tun. Wir, das Ortskomitee, sind verantwortlich für die Organisation. Wir kümmern uns um den Eröffnungsgottesdienst, das Pontifikalamt am Sonntag. Wir kümmern uns um den Rheinischen Abend am Freitag. Wir kümmern uns natürlich um den Höhepunkt, den Festkommerz am Samstag, zu dem wir über 1000 Gäste erwarten. Jede Kleinigkeit wird vorbereitet. Hinter mir stehen Kartellbrüder, die sich um die Kartellversammlung kümmern, stellvertretend für ein ganzes Ortskomitee, in dem wir mit 10, 11 Kartellbrüdern jede Kleinigkeit planen und vorbereiten. Vom Blumenstrauß bis zum Festredner, vom Gottesdienst zur Eröffnung der Kartellversammlung bis zum Pontifikalabend am Sonntag, vom Rheinischen Abend, zu dem wir herzlich einladen am Freitag, bis zum Höhepunkt der Kartellversammlung, dem Festkommerz am Samstag, zu dem wir über 1000 Gäste erwarten. Wir freuen uns schon jetzt auf ein wunderbares Fest nach 3 Jahren Corona-Pause und hoffen sehr und sind sehr, sehr optimistisch, dass diese wunderbare Kartellversammlung in unserer Stadt stattfinden wird. Dazu laden wir euch ganz herzlich ein und freuen uns über jeden, der zu uns kommt in diese wunderbare Stadt. Liebe Kartellbrüder, als ehemaliger Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn habe ich die große Freude, euch zur Kartellversammlung zu begrüßen. Ich freue mich, dass sie wieder mal in Bonn stattfindet. Ich freue mich, dass so viele nach Bonn kommen, auch ehemalige. Unsere Universität ist 1818 gegründet worden, nach der Inbesitznahme des Rheinlandes durch die Preußen vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. Und auf starke Befürwortung seines Ministers Wilhelm von Humboldt hin. Sie ist damals gegründet worden als eine Reformuniversität. Es gab 3 Reformuniversitäten, eine in Berlin, die sich heute Humboldt-Universität nennt, eine in Breslau und eben unsere Bonner. Und das Prinzip, dem wir uns heute noch verpflichtet fühlen, heißt Einheit von Forschung und Lehre. Und die Idee von Humboldt war Erkenntnis um der Erkenntnis willen. Und es sollte der beste, der sittlich gefestigste Wissenschaftler daraus entstehen. Was die Universitäten vernachlässigt haben, war diese sittliche Reifung der jungen Leute, die aus der Disziplin der Gymnasien kamen in die Freiheit des akademischen Lebens. Und das war ein Betätigungsfeld für die Kooperation in Bonn. Und das haben sie sehr gut gemacht. Sie haben aus der ungehobelten Bande der Studierenden eine gehobelte Bande gemacht, wenn man das so sagen darf. Und das hat eigentlich bis heute Wirkung. Das Prinzip, das Lebensbundprinzip, die Verpflichtung zum Austragen von Meinungsverschiedenheiten in geordneten Bahnen und natürlich auch viele andere Lebensprinzipien, die heute in der Gesellschaft und im beruflichen Leben weiterhin eine Rolle spielen. Also da sind wir den Verbindungen sehr dankbar. In den ersten 100 Jahren unserer Universität waren die Kooperationen die einzigen Ansprechpartner für die Rektoren. Andere gab es nicht. Das hat sich nach dem Ersten Weltkrieg geändert, als dann die verfassten Studentenschaften kamen. Da ist die Wertschätzung der Kooperationen bei den Rektoren gesunken. Aber unser Justiziariat hat erst vor 3 Jahren festgestellt,
dass es eine Mehr sei, dass Studenten nicht mit Band und Mütze in der Universität herumlaufen dürften und niemand auf die Idee käme, das zu verbieten. Sie haben sich bezogen auf eine Veranstaltung im Jahre 1952, auch das wäre heute ein Jubiläum, 70 Jahre, der sogenannte Bonner Farbenstreit. Damals sind 6 CV-Verbindungen unter der, zum Kölner Gericht gelaufen und haben geklagt gegen den Entzug der Zulassung durch den Senat der Universität. Und sie haben damals Recht bekommen. Also es gibt dieses Recht, man kann das machen. Also ich möchte euch alle ermuntern, mutig zu sein, euch zu zeigen, auch in der Universität, auch mit anderen Kooperationen zusammen, getreu dem Motto des Vororts Zukunft durch Vielfalt. Das ist genau das, worum es geht. Und ich wünsche allen eine schöne Beratung in Bonn, einen guten Aufenthalt in Bonn, viel Freude und viele schöne Begegnungen und ad multos annus Kartellverband. Liebe Kartellbrüder und Freunde des Kartellverbands, leider kann unser Neujahrsauftakt nicht wie geplant stattfinden. Eigentlich wollten wir euch hier in Bonn auf dem Novesenhaus in großer Runde begrüßen. Das ist pandemiebedingt leider nicht möglich. Deswegen digital. Nichtsdestotrotz lassen wir uns von der Pandemie nicht unterkriegen. Wir als Bonner Vorort arbeiten für euch weiter und planen zusammen mit dem Ortskomitee eine grandiose Kartellversammlung. Unsere Kartellversammlung soll vom 16. bis zum 19. Juni in Bonn stattfinden. Ein großartiges Programm planen wir für euch. Am Donnerstag wird es losgehen mit dem Eröffnungsgottesdienst, im Anschluss daran die Bonner CV-Nacht. Dort werdet ihr auf allen Bonner Verbindungshäusern des Kartellverbands eine gute Auswahl haben, um ein schönes Feierabendgetränk zu euch zu nehmen. Am Freitag geht es weiter mit den Versammlungen. Aber auch das Gesellschaftliche wird am Freitag nicht zu kurz kommen. Am Freitagabend treffen wir uns auf dem Ripuanhaus, um einen rheinischen Abend mit rheinischen Spezialitäten, beispielsweise dem Kölsch, zu verbringen. Am Samstag werden die Versammlungen fortgesetzt. Dann wird das Akademische Forum stattfinden und natürlich am Samstagabend der Festkommerz. Für den Festkommerz könnt ihr ab 1. März Tickets kaufen und ich bitte euch, das auch zu tun. Am Sonntag feiern wir erneut einen Gottesdienst und danach gibt es einen Ex-Bummel. Ja, wir hier in Bonn bleiben optimistisch. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir im Sommer diese Kartellversammlung mit euch gemeinsam feiern können. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Liebe Kartellbrüder, ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns in Bonn.